So, hello people, willkommen zu, ja, ich habe schon lange kein Mario Party Custom Bot mehr gespielt, das wollte ich aber eigentlich immer machen. Okay. Ja, jetzt diesmal spielen wir Constellation Chaos, wie man das vielleicht am Titel erkennen kann. Oh, wen wähle ich? So, ich wähle jetzt einfach drei random Viecher aus. So, okay. Und dann habe ich alle Schwierigkeitsgrade. Constellation Chaos Version 2.0. Okay, 20 Runden, weil wenn ich mehr mache, dann wird das einfach zu lang. Ja. Und ja, ich spiele das jetzt auf Project 64.2.3. Also einer neueren Version dieses Emulators. Okay, willkommen. Ich bin dein Führer, Koopa. Erster ist Luigi. Ja, das kennen wir ja alles schon, das komische Gewürfel. Zack. Okay. Okay. Ja. Oh, das geht ja irgendwie jetzt erstaunlich schnell. Oh. Okay, ich muss jetzt erstmal rausfinden, wo ich drücken müsste. Okay, das Blöde ist, ich muss an diesem Bowser-Scheißviech vorbei. Das heißt, ich müsste hier lang. Wie gesagt, ich muss mich erstmal da in diese Tastenbedienung da wieder reinfummeln. Ja, und jetzt... Aber jedenfalls haben wir hier jetzt ein Mario Party, bei dem leider die PCs dumm sind und den Stern nicht zu versuchen kriegen. Das ist das große Manko. Aber ich möchte einfach diese Custom Bots selber spielen und auch zeigen. Weil ich glaube, das macht sonst kaum ein YouTuber. Okay. So. Bowling ist jetzt angesagt. Wie gesagt, das mit diesem dämlichen Geflimmer war auch sonst so immer. Da kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Okay. So, ich bin verschont geblieben. Das gefällt mir schon mal. Ja. Wie gesagt, das liegt an der Emulation. Man sollte eigentlich meinen, bei Version 2.3 ist das, glaube ich, hätte man sowas in den Griff gekriegt, aber nein, offenbar nicht. Okay, aber wenigstens gibt es direkt auf dem Brett weniger Geflimmer als noch bei Version... als noch bei diesem Schneeflock-Part, den ich vor einem Jahr irgendwann mal gespielt habe. Und ja, ich weiß, bei diesem N64-Hex habe ich das jetzt immer auf Fullscreen gestellt, aber hier geht das nicht. Deswegen seht ihr das jetzt in einem kleineren Fenster und habt schwarze Ränder da am Rand. Ich hoffe, das ist nicht so problematisch. So. Also Desert Dash. Auch das hat, glaube ich, da geflimmert da heftig. Ich werde vielleicht nach Möglichkeiten gucken, das doch noch da irgendwie so auf Vollbild da machen zu können. Also solltet ihr das auf Vollbild sehen, dann habe ich nichts gesagt, dann wisst ihr, dass ich es geschafft habe. Solltet ihr das nicht auf Vollbild sehen, wisst ihr, dass ich das jetzt nicht so schnell hingekriegt habe. Okay. Okay, das Spiel ist eigentlich ziemlich easy. Muss lediglich zack, zack, zack immer abwechselnd machen. Goal. Und dann hat man es schon geschafft. Also das Spiel ist eigentlich ziemlich billig. Das einzige Hindernis ist ja dieser komische Swamp da. Und somit habe ich schon 20 Ohren.
Okay. Ja, wie gesagt, die Computer, die interessieren sich nicht dafür, für diesen Stern, aber... Ah, das Doofe ist, dass da jetzt der Buhu ist. Also, ich glaube, ich sollte mal hier... Save after every turn und... Don't use explanation screen. Okay. Okay, ich muss jetzt erstmal gucken, wie lange muss ich muss zum Bowser, was mir nicht gefällt. Okay, und wenn dann auch drei Buhu-Leute da dazukommen, dann habe ich erst recht nicht genug Geld für den Stern. Fürchte ich. Auch wenn ich jetzt alle Minispiele gewinne. Coinblock Bash. Also, das war dieses Haut- und Münzblock. So, hier mache ich das immer so. So. Geld wegschnappen. Vor der Nase. Okay, auf diese Weise habe ich zumindest jetzt drei Blöcke erwischt. Ja. Ich wollte dich nicht haben. Okay. Ich habe immerhin, glaube ich, 11 Münzen erwischt, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, immerhin. Wie gesagt, wenn man das jetzt zu viel spielt mit richtigen Spielern oder sowas, dann wäre das sicher gut, aber... Ja. Ich habe jetzt leider keinen zweiten Spieler, mit dem ich das aufnehmen könnte. Auch gar nicht das Equipment da irgendwie da mit zwei Spielern aufnehmen zu können. Von daher ist das problematisch. Okay, zwei Münzen. Das ist ja gar nichts. Okay, jetzt wird mir nochmal... Will man mir nochmal an mein Geld? Ist mir schon klar. Ach ja. Ja, wie gesagt. Das war schon deutlich mehr. Und die Menge der Münzen ist, glaube ich, rein zufällig. Und kann stark schwanken, wie man hier gesehen hat. Sorry. Nochmal sorry. Ach. Und jetzt habe ich eine Rotznase. Wird nicht einfach damit aufzunehmen. Ich kann mir ja schlecht mit einem Part die Nase putzen. Bäh. Okay, und interessant, dass das gleiche Spiel schon wieder kommt. Und ja, ich kann den Stern vergessen. Ja, jetzt wird mir sogar Geld abgezogen, natürlich. Das ist übrigens auch das Interessante an Mario Party 1. Das war das einzige Mario Party, wo man da nach regulären Minispielen, wenn man da verloren hatte, Geld verlieren konnte auch. Wobei, jetzt bin ich nicht mehr das Opfer des Münzenklaus. Ist aber scheißegal. Ich muss niedrig würfeln und dann das nächste Minispiel gewinnen, weil der Bowser da ja auch noch im Weg ist. Okay, vergiss es. Ich krieg den Stern nicht. Ja. Ja. Nimm mir 10 Münzen ab. Du böser, bla, Arsch. Ja, ich weiß, dass ich kein Geld habe. Lass mich in Ruhe, Pilzkopf. Aber was mir aufgefallen ist, wo sind die einen Spielerfelder hin? Die sind hier irgendwie deutlich seltener vertreten, wenn überhaupt. Hm. Musical Mushroom, was war das? Also, Reise nach Todd City heißt das auf Deutsch, das Spiel. Okay, und Musikbug.
Okay, ich glaube, ich hab's. Ja. Ja, wozu eigentlich diese blauen Pilze da im Kreis drumherum? Auf die muss man doch sowieso nicht rauf. Also, warum macht man die nicht einfach weg? Das verstehe ich nicht. Okay, die Fragezeichenfelder, die machen rein gar nichts. Gibt es da jetzt mittlerweile ein entsprechendes Tool, wie man das da machen kann und da entsprechende Fragezeichen-Dinger hochladen kann? Aber das ist noch nicht so alt. Also das war eines der ersten Custom Boards, die es gab. 1, 2, 3. 3 Münzen, yay. Yeah, yeah. Also ihr seht, das ist schon ziemlich random, was der da ausspuckt. So. Okay, du verlierst Geld. Das finde ich sehr schön. Deep Sea Divers. Ich glaube, das ist ziemlich eindeutig, was das ist. Fragt sich nur, was soll ich hier machen? Ja, ich kann außer dem Boot zu bewegen hier gar nichts machen. Offenbar. Wenn sonst immer derjenige, der tauchen muss. Oh, und Wario hat die Schatzkiste. Sehr schön. Oder muss ich hier irgendwas machen? Hallo? Kannst du... Hä? Verstehe ich, was ich hier machen soll. Das Spiel ist verbuggt. Ah, ich fühle mich jetzt verarscht hier. Was soll das? Okay, Mario ist jetzt tot, oder wie? Oder was? Ja, der ist abgesaffelt und liegt da jetzt rum. Okay, aber die Tante... Okay. Muss ich denn rausziehen, oder was? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Okay, und ich versuche ihr, das die Sache zu erschweren. Och man. Ja. Wie gesagt, das ist dämlich. Hier, sehr dämlich. Ja, die haben natürlich viel Geld. Aber Wario ist dann ja irgendwann tot. Also ich glaube, das ist wieder so ein dämlicher Glitch gewesen. Keine Ahnung, was das war. Bescheuert. Ja. So. Ja, ich glaube, die Einspielerfelder, die fehlen hier komplett, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Oder nee, warte, da ist eins. Ich nehme alles zurück. Okay, Running of the Bulb. Was war das? Ist das das Glühbirnenteil? Ja, ist es. Okay. Okay, das ist so ein Teamspiel, wo alle da irgendwie zusammenarbeiten müssen. Ich glaube, solche gibt es auch nicht oft in Mario Party. Also C ist B bei mir auf der Tastatur. Ich muss erstmal gucken. Ja. Okay. Tja, jetzt ist Luigi am Arsch, würde ich sagen. So schnell kann es gehen. Ja. In solchen Fällen, ja, da verliert einfach jeder Geld. Ja. Ist klar. Okay, also Zug 8. Also es scheint so, als ob wir das schneller rumkriegen als dieses Schneebrettgedöns da. So. Okay, jetzt habe ich so einen... Jetzt habe ich so einen Teil erwischt.
Okay. Oh, jetzt will ich mich haben. Yep. So. Okay, das Schöne an diesen Ausrufezeichenfeldern an in Mario Party 1 ist nämlich, dass die im Gegensatz zu späteren Mario Partys durchaus leicht beeinflussbar sind. Also da kann man taktisch da schön hantieren. Okay, und Koopa gibt hier kein Geld. Der hat sich hier weggedreht, weil normalerweise gibt er da in Mario Party 1 Kohle. Wurde hier ausgestellt, offenbar. Ja, toll. Schaffst du es jetzt hoch? Danke. Bah, ich hasse dich, du Blubberviech. Okay, jetzt an den Viechern vorbei. Funktioniert ja relativ gut. Okay. So. So, ich hab's jetzt. Zack. Okay. Aber ich denke, dass ich hier jetzt die meisten Ohren haben dürfte. Eigentlich. 18 Stück. Ja. Okay, also einen Münzstern habe ich schon mal. Beziehungsweise ich habe ihn noch nicht. Das ist zu optimistisch, aber bisher habe ich ihn. Okay. Ich habe die Befürchtung, so langsam wie das hier vorangeht, dass wir gar nicht so wirklich viel von dem Brett eigentlich sehen. Weil die PCs bemühen sich ja eh nicht, Sterne zu holen. Langweiligerweise. Hot Bob Omb. Okay. Blip, 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 blip. Okay. Mich ignorieren die. Also, schade. Doch, doch nicht. Okay. Luigi, verliert. Ja, und der muss jetzt blechen, der Luigi, der arme Luigi. So, und zwar an alle. So. Drei Münzen. Okay, also jetzt wollen die mir alle wieder ans Geld. War ja vorhersehbar. So, okay, und schon wieder ein Minispiel. Mario Bandstand, also wahrscheinlich ist das Marios Big Band, vermute ich. Ja, tatsächlich. Und jetzt haben wir da ein paar Rüpel, die meinen, ihr Zeug durch die Gegend werfen zu müssen. So. So. Okay, eigentlich ist das Spiel ziemlich baby einfach. Ja. Yoshi wins. So. Ich glaube, ich muss mir jetzt wirklich die Nase putzen. Meine Nase ist zu. Ich
glaube, ich mache einen kurzen Aufnahmestopp. Bis gleich. So, Leute. Ich bin jetzt wieder zurück. Okay. Das ist geputzt, kann weitergehen. So. Ha, Peachy. Peachy Peach. Ja, wie gesagt, aber wenn ich so dämliche Zahlen würfel, dann komme ich nie voran. Crane Game. Okay, ah, der will mir ans Leder, ich weiß schon. Also, man kann hier ein Drittel Münzen abgreifen. Keine Chance. Okay, dann werde ich zumindest jetzt von einem Münzenklauer verschont. Ich hab so stark auf X gehämmert, wie ich konnte. Ging trotzdem nicht. Wie gesagt, aber das Spiel ist auch overpowered. Okay, natürlich, aber er stiehlt von mir noch 8 Münzen. Gefällt mir nicht. Ja, es tut mir leid, dass die PCs immer im Kreis gehen und auf den Stern scheißen. So, okay, aber diesmal, in diesem Zug sind wir zumindest ein bisschen vorangekommen. Ich will auch noch gerne andere Winkel dieses Brettes zeigen, aber das wird nichts, wenn da... nirgendwo da ein Stern erscheint wieder. Okay, ich glaube, ich gehe lieber in die andere Richtung als die anderen. Damit der Reiz, mich zu treffen, geringer ist. Okay. Hat sich sowieso erledigt. Der Koopa wurde geelektroschockt. Wenn das ein Wort ist überhaupt. Oh no! Oh, da bin ich aber traurig. Okay, und sie verliert kein Geld, wenn sie hier versagt. Unfair. Oh Gott, Hilfe. Jetzt passiert etwas Unkalkulierbares. Okay, ich bin mit Sicherheit dabei. Er wählt sich selber jetzt. Nö, Wario und ich will kein Geld geben. Sternetausch. Ist sowieso irrelevant, weil kein Mensch Sterne hat. Oh no, they don't have any stars. Too bad. So. Würfel. Kein Kommentar. Okay, Tipsy Turny. Da habe ich jetzt keine Ahnung, was das sein könnte. Also das da, die kippeligen Rahmen. Ja, wieder mit jede Menge Gebacke. Aber... I'm sorry. Ah, jetzt noch mit Slowdowns. Wie ich das alles liebe. Okay. Jetzt habe ich den Geldmangel fast schon wieder aufgeholt. Okay, 14 Runden. Aber jetzt schon. Also das geht alles schneller zu Ende, als man denkt jetzt.
als ich gedacht habe. Und das Schöne ist, mir wird kein Geld geklaut, das gefällt mir. From Luigi. Okay, here we go. Okay, und dann auch noch hier drauf. Super. Okay, wehe, du willst niedrig. Ja, toll. Ich glaube, ich sollte da bei der Karte zeigen, was da sonst noch wäre auf dem Areal des Brettes, wo wir nicht hingekommen sind. In der letzten Runde. Okay, dieses Blumenteil ist auch völlig verbuggt. Tut mir leid, ich kann an solchen Sachen nichts ändern, wie gesagt. Okay, und das Spiel ist für den Einzelspieler ohnehin völlig overpowered. Weil wer kein absoluter Noob ist, lässt da nicht mehr als 5 Münzen fallen. Und die sich dann alle auch noch rangeln dürfen. Also das ist nicht so, dass das Geld zusammengezählt wird. Nein, nein. Okay. Jetzt sind 2 Ohren runtergefallen. Oha. Oder ich hab sogar 3. Sogar. Seht ihr, insgesamt sind nur 6 runtergefallen. Okay, und mein Münzstern ist in großer Gefahr, sehe ich gerade. Okay, aber gewinnen muss ich das Spiel ja nicht. Es reicht ja, wenn ich einfach nur das Brett gezeigt habe. Das ist jedenfalls der Sinn der Sache. Ist mir jetzt eigentlich scheißegal, ob ich gewinne oder nicht. Scheißegal auch nicht, aber relativ egal, sage ich so. Okay, hier darf ich den Stick drehen. Das ist natürlich mit der Tastatur sehr gut möglich. Wie man jetzt gesehen hat. Ja, wie gesagt, bei ohne Controller bist du hier komplett chancenlos. Ich kann nur da an den Pfeiltasten meiner Tastatur rumtippen, wenn ich... Ich habe kein Gamepad. Okay, wir dürfen uns vom Münzstern verabschieden, sehe ich gerade. Mario, Yoshi, Luigi, Peach. Luigi wird gewinnen. Naja, er kriegt einen eigenen Stern. Okay, bei dir kriegt man gar keinen Bonus. Hör auf, so dreist zu lügen. Siehst du? Null Bonus, nix damit. Okay, jetzt willst du wieder ein komisches goldenes Teil da andrehen, ich weiß. Aber das interessiert mich nicht. Bibibi! Jetzt kriege ich ja nicht den Stern. So. Okay, wo ist der nächste Stern? Hoffentlich nicht bei denen auf der Bahn. Doch, nämlich hier. Aber wie gesagt, es geht mir ja nicht ums Gewinnen. Hä? Hä? Was? Warum ist da kein... Fragezeichen links ums Spiel gekommen. Are you kidding me? Ups, falsche Taste. Falsche Taste. Hallo! Das war Betrug. Ich habe C gedrückt, was gleich B ist. Hier.
Und Wario gewinnt auch noch. Na lustig. Ahahaha. Ja, du mich auch. Hahaha. Letzte 4 Züge. Okay, ich dachte schon, er kommt jetzt auf das Einzelspielerfeld. Och. Ich komme auf das Rote. Na klar. Okay, was darf ich machen? Bash and Cash, was ist das? Oh nö. Ja, jetzt dürfen wir mehr Geld aus mir rausprügeln. Okay. Vielleicht ist drauf rumhüpfen eine gute Taktik, offenbar nicht. Okay, zu einem gewissen Grade auch wohl doch rumhüpfen, aber Gefahr, dass da... Ja toll, jetzt haben die mir 30 Ohren abgeknöpft. Es ist doch immer schön, wie fair dieses Spiel ist. So, jetzt kriegt er das Teil. Aha. Juhu! Juhu, juhu, juhu! So. Okay, jetzt kurz vor Bowser. Also die Sternpositionen sind nicht allzu optimal gesetzt, stelle ich gerade fest. Mario, komm her. Okay, immerhin. Zwar immer noch nicht viel, aber immerhin ein wenig. So, und was passiert jetzt? Bowl over, was ist das schon wieder? Also das Spiel taucht wirklich inflationär oft auf. Okay, und dass der, dass Luigi mich bedrängt, das gefällt mir nicht. Ja. Und ich konnte diesen Scheißteil nicht mehr ausweichen. Tja. So. Okay, krieg ich jetzt einen Buhu ab oder Wario? Wobei, puh, ich hatte jetzt Glück, dass er mir jetzt den Stern nicht geklaut hat, fällt mir gerade auf. Okay, immerhin verliert er was. Ist zwar nicht viel, aber immerhin. Okay, und das ist die vorletzte Runde, also letzte Runde, da muss ich noch... Wobei, Peach, die kann dem Typen einen Stern stehlen, das wäre eine relativ gute Chance.
da noch zu gewinnen. Nur dazu müsste ich das Spiel jetzt verlieren. Okay, das Spiel zu verlieren, das kann lange dauern, wenn die so lahmarschig sind. Aha! Wobei... Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Eigentlich. Weil ich gefährde dadurch ja auch mein Minispiel sterben, falls ich den überhaupt noch habe. Also, ich bin skeptisch. Um das mal so zu formulieren. I'm skeptical. Okay. Der verfüllt nochmal hoch. Okay, und der hat mit Sicherheit einen Ereignisstern. Der ist bestimmt 3-4 Mal drauf gelandet. Habe ich jetzt nicht genau gezählt. Okay, jetzt gibt's aber nochmal das dicke Ende. Ich darf 10 Münzen an mich selber geben, das ist auch interessant. So. Okay, das hat sich erledigt. Ich darf der Tante jetzt Geld geben, sodass die den Stern klauen darf. Ah, so. Bevor ich das vergesse, wollte hier noch das Brett zeigen. So. Okay, dann kann man hier runter, also das hier unten haben wir gar nicht gesehen. Hier ist auch Bowser. Hier ist auch ein weiteres Teil, oder? Und ja, also das ist sehr umfangreich hier, wo man hier lang kann. Ja, und dann kann man hier nochmal da den Weg gabeln und dann kann man auch hier lang. Also hier haben wir jetzt einen relativ weiten Winkel des Brettes nicht gesehen. Ja. Aber dafür habe ich den ja jetzt demonstriert. So. Ja, okay. Sieht so aus, als ob ich das Teil ohne Geld beende und ja. Wobei Coinblock Bash. Ich darf jetzt nochmal da mir hier ein bisschen Geld sammeln. Aber ich werde trotzdem mit Sicherheit nicht erst da. Puff. Oh Gott. So. Ich glaube, die letzte Münze habe ich zumindest. Hm. Also, wenn ich es richtig gezählt habe, ja, 12 Münzen habe ich da noch gekriegt. Okay, die Münzen. Ja. Der Spielstern, dann hat Wario. Okay, ich habe gar keinen Stern. Okay, und den hat Luigi, dann bin ich Dritter. Okay, Wario hat sogar gewonnen. Okay. Ja. Hätte man sich ausrechnen können. Congratulations, Wario. Okay, ich bin jetzt gespannt, wie das Custom Board mit dieser komischen Szene umgeht. Okay. Also Donkey Kongs Dschungelruine. Das Event, das liegt jetzt einfach da.
Okay, lustig, wie die Kiste da in der Luft schwebt und da die Banane im Weltraum rauskommt. Okay, ich glaube, diese Events anzupassen ist ziemlich schwer. Ja, und da rollt dann einfach random dann ein Felsen rum, du mich auch. Ja, ich weiß, du hast gewonnen. Brauchst du mir nicht so penetrant unter die Nase zu reiben? Oh no! Okay, jetzt müssen wir ein bisschen... Okay, und dann ein Stern. Ein Stern! Ja. Okay. Dann würde ich sagen, das war's dann mit diesem Brett. Ja. Sehen uns dann beim nächsten Brett. Bis dann. Tschüssikowski.